Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich normalerweise keine Reviews von Games mache. Heute mache ich eine kleine Ausnahme, weil dieses Spiel in den anderen Reviews, die ich auf YouTube gesehen habe, einfach zu gut weggekommen ist. Nach dem Intro erkläre ich euch, was mich gestört hat und gehe Punkt für Punkt dann meine Kritik durch. Los geht's nach dem Intro. Also, ich habe einfach mal meine Kritikpunkte in 4 Kategorien unterteilt. Ich werde jetzt nicht auf die positiven Dinge eingehen, denn auf die wurde schon wirklich genug in anderen Reviews eingegangen. Gerne verlinke ich euch diese auch nochmal in der Videobeschreibung. Es gibt aber 4 Hauptkritikpunkte, die ich habe zumindest. Das ist zum einen Bugs und schlechtes Design, fehlendes Management, unklare Auswirkungen und Logikfehler. Fangen wir mal an bei Bugs und schlechtes Design. Ich habe den Sandbox-Modus gestartet und hier ein paar Aufnahmen gemacht, um euch meine Kritikpunkte zu verdeutlichen. So habe ich hier ein paar Räume, die nicht automatisch oder nur extrem seltenst von meinen vielen Hausmeistern gesäubert werden. Man kann hier sehen, dass schon fast alle Pflanzen verwelkt sind, die Mülleimer nicht geleert werden und teilweise geht das so weit, dass auch die Rednerpulte von meinen Dozenten nicht repariert werden, was dann zu Ausfällen von Kursen im schlimmsten Fall führt. Das heißt, diese Kritik ist wirklich spielentscheidend im Zweifel, wenn eben meine Räume nicht instand gehalten werden. Dazu kommen dann so ein paar andere Dinge. Ich habe das unter schlechtes Design jetzt und Bugs abgespeichert, weil ich nicht wirklich weiß, ob das beabsichtigt so schlecht ist oder ob es Bugs halt sind. Zum einen, Wegfindung ist ein großes Problem in dem Spiel. Hier ist alles so ein bisschen auf Effizienz getrimmt. Das merkt man auch daran, dass man seine Mitarbeiter auf Schnelligkeit fortbilden kann. Das heißt, die können die Wege schneller zurücklegen. Wenn dann aber die Wegfindung einem in die Suppe spuckt, dann macht das natürlich auch keinen Sinn. Ich habe öfters den Fall gehabt, dass meine Mitarbeiter, gerade die Hausmeister, wie verloren umherirren, als hätten sie keine klare Aufgabe zugeordnet. Sie gehen einmal in die eine Richtung, machen dann kehrt und gehen wieder in die andere Richtung. Entweder hat dann die Aufgabe, die die machen wollten, schon ein anderer Hausmeister erledigt, was wiederum aber heißen würde, dass ja eine Aufgabe mehreren Hausmeistern zugeordnet war, was irgendwie auch keinen Sinn macht. Und dann habe ich auch immer wieder das Problem gehabt, dass mehrere Hausmeister einen Raum bearbeitet haben. Das ist absolut ineffizient, weil wenn ich schon einen Hausmeister in einem Raum habe, dann hat er ja eine Strecke schon zurückgelegt und kann jetzt eigentlich den Raum komplett alleine bearbeiten. Stattdessen legen jetzt noch andere Hausmeister diesen gleichen Weg zurück und fangen jetzt an, eine Blume zum Beispiel zu gießen und das war dann denen ihre ganze Aktion. Dafür sind die den Weg gegangen. Das ist jetzt natürlich kein Wegfindungsproblem im eigentlichen Sinne. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Hausmeister keine festen Pläne haben scheinbar, was sie machen sollen. Und jetzt könnt ihr mir sagen, naja, jetzt reit doch nicht so auf den Hausmeistern rum. Du bist doch hier in einer Uni, was haben denn da Hausmeister verloren? Na, der größte Ausgabenpunkt bei diesem Spiel sind die Gehälter für die Mitarbeiter. Und wenn ich mehr Mitarbeiter einstellen muss, weil das Spiel selbst einfach die Mitarbeiter ineffizient einteilt, dann ist das ein Problem, das ich halt als Spieler nicht lösen kann. Und im Zweifel mache ich dann mit meiner Uni Minus, weil ich zu viele Mitarbeiter habe und die ganzen Aufgaben einfach nicht effizient verteilt sind. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei meinem nächsten Kapitel, nämlich dem fehlenden Management. Ich kann zwar den Mitarbeitern spezielle Aufgaben zuweisen, so kann ich zum Beispiel bei den Hausmeistern zuteilen, ob die Dinge reparieren sollen oder halt eben nicht. Ich kann aber keine Bereiche definieren, für die die zuständig sind. Wenn ich das könnte, wären schon viele meiner Kritikpunkte weg, weil dann würde ich eben die Hausmeister so einstellen, dass sie einen überschaubaren Raum für sich haben und ich könnte dann vielleicht auch beurteilen, ob das Sinn macht, neue einzustellen oder vielleicht bestehende Hausmeister noch auf andere Plätze zu verteilen. Da mir aber absolut die Metrik fehlt, ob ich jetzt einen neuen Hausmeister brauche oder nicht, kann ich das irgendwie nicht richtig beurteilen und stelle im Zweifel zu viele oder zu wenige Hausmeister ein. Meine Metrik, ob ich genug Hausmeister habe oder nicht, wäre ja theoretisch der Fakt, ob genug Dinge repariert werden.
Aber das habe ich ja schon angesprochen, das kann auch einfach mal nicht repariert werden, weil Hausmeister einen bestimmten Raum aus unerfindlichen Gründen einfach nicht betreten. Das heißt, ich schaue auf mein Spielfeld und sehe, dass bestimmte Teile nicht repariert sind und könnte auf die Idee kommen, na dann muss ich einen neuen Hausmeister einstellen, weil die bestehenden mit ihren Aufgaben nicht nachkommen. Das muss aber gar nicht der Fall sein, es kann auch wieder einfach ein kleiner Bug sein, dass die hier nicht in den Raum reinlaufen. Und ich finde irgendwie keine andere Metrik, die mir sagt, ob ich jetzt genug Hausmeister für meinen Campus habe oder auch nicht. Zum fehlenden Management passt dann auch noch, dass sich die Gehälter der Mitarbeiter irgendwie automatisch erhöhen, ohne mein Zutun. Ich weiß nicht, ob das eine Art Inflationsausgleich ist oder was mir das Spiel damit eigentlich sagen will oder ob einfach die Schwierigkeit da irgendwie automatisch erhöht werden soll. Ich habe nur beobachtet, dass umso länger die Mitarbeiter in meinem Unternehmen sind, umso mehr verdienen die auch. Es gibt zwar theoretisch diesen Schieberegler, aber das Minimalgehalt erhöht sich jedes Jahr oder in einem bestimmten Zeitraum. Ich weiß gar nicht, wann sich das genau erhöht. Ich habe erst gedacht, das erhöht sich vielleicht, wenn ich die Mitarbeiter fortbilde und dadurch springt das Ganze. Das habe ich dann aber beobachtet und gesehen, nee, daran liegt es gar nicht. Es scheint einfach irgendwie mit der Betriebszugehörigkeit zu tun zu haben. Also allein, dass ich das nicht weiß, wann die sich erhöhen und dass ich darauf auch keinen Einfluss nehmen kann, das finde ich für eine Management-Simulation eigentlich ein No-Go. Ein weiterer Punkt, der mich gestört hat, ist, dass es ja Verkaufsstände gibt, die erinnern mich so ein bisschen an die Verkaufsstände von Rollercoaster Tycoon. Zum Beispiel gibt es Kaffee zu trinken oder einen Hotdog zu essen. Und hier brauche ich Mitarbeiter für. Jetzt kann ich aber sehen, wenn Studenten bei diesen Ständen was kaufen, dass die dort Geld bezahlen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle und habe hier so einen Stand mit einer Würstelbude, lohnt sich das finanziell für mich oder trägt sich das eventuell selbst? Das kann ich aber gar nicht rausfinden, denn dafür gibt es auch keine Metrik. Ich kann auf den Stand draufklicken, kann sehen, was der Stand an sich wert ist, kann aber hier keine Einnahmen oder Ausgaben sehen. Und Preise einstellen für die verkauften Waren kann ich zum Beispiel auch nicht. Mein nächster Überpunkt sind die unklaren Auswirkungen. Es ist mir nicht immer ganz klar gewesen, was ich tun muss, damit sich die Noten zum Beispiel meiner Studenten oder die Laune meiner Studenten verbessert. Hier kommen auch so ein paar Kuriositäten halt wieder ins Spiel, dass sich zwar ein Student zum Beispiel über Langeweile beschwert, läuft dann aber auch teilweise an einem Spielautomaten einfach vorbei, ohne ihn zu nutzen. Die Einführung, also das Tutorial, ist relativ kurz und es gibt auch keine Hilfe, die ich irgendwie aufrufen könnte und mal ein bisschen nachlesen könnte, welche Mechanik jetzt was genau bewirkt. Also ich bin etwas hilflos. Am Ende habe ich natürlich im Internet gelesen oder bei YouTube geschaut, was irgendwie helfen könnte, die Laune zu verbessern oder vielleicht auch die Noten zu verbessern. Ich meine, ein paar Sachen sind schon klar, ein paar andere Sachen dann eher weniger. Zum Beispiel müssen Studenten Miete bezahlen für die Schlafräume, in denen sie sind. Der Raum hat einen Prestigewert und zusätzlich noch Werte für zum Beispiel die Schönheit des Raums oder wie gut der dekoriert ist. Und für mich wäre es natürlich hilfreich in der Simulation, einmal zu wissen, wie ich diese Werte beeinflussen kann und was sie mir am Ende bringen. So zum Beispiel ist, wenn das Prestige schwer ist, bekomme ich dann mehr Miete. Und da wären wir dann auch schon bei Logikfehlern. Denn um das Prestige zu erhöhen, kann ich zum Beispiel im Schlafraum Betten reinstellen. Okay, das ist relativ offensichtlich. Und hier oben, der Balken verschiebt sich immer je nach Gegenstand, den ich in den Raum packe. Wenn ich einen Gegenstand mehr als dreimal in den Raum packe, dann bringt der nicht mehr viel auf das Prestige. Was natürlich auch nicht unbedingt Sinn macht. Und jetzt wird es hier noch ein bisschen kurioser. Denn am besten oder am einfachsten erhöhe ich so ein Prestigewert, indem ich von irgendeinem random Gegenstand einfach jedes Mal drei in so einen Raum packe. Egal was es ist. Und wenn ich mir jetzt mal die Betten angucke, da wird es völlig ad absurdum geführt. Es gibt verschiedene Bettmodelle, die eigentlich die gleichen Bettmodelle sind. Also es sind drei Bettmodelle, die haben ein anderes Bettgestell. Und wenn ich die jetzt in einen Schlafraum packe, kann man sehen, wie der Prestigewert sich erhöht.
könnte man ja denken, naja, das Bett sieht anders aus, dann kann ja auch, wenn ich ein anderes Bett reinstelle, sich der Prestigewert erhöhen. Ja, das Aussehen kann ich aber auch bei den bestehenden Betten anpassen. Und wenn ich die dann reinsetze, dann erhöht sich der Prestigewert eben nicht, weil dieses Bettmodell schon halt dreimal hier steht oder viermal hier steht. Und dementsprechend sagt das Spiel halt einfach, das behandle ich wie jeden anderen Gegenstand, den du hier reinsetzt. Das wird einfach nach dreimal der Prestigewert nicht mehr groß erhöht. Also die Auswirkungen sind nicht nachvollziehbar für mich. Dann gibt es auch noch so ein paar Kleinigkeiten, das habe ich jetzt auch mal unter Logikfehler gepasst, wie zum Beispiel, dass es Spieltische für zwei Personen gibt oder zum Beispiel so ein Kicker hier und der wird dann aber nur von einer Person gespielt. Dabei sollen diese Tische halt helfen, Freundschaften aufzubauen. Man kann natürlich sagen, naja gut, der kann ja auch von einer Person gespielt werden, gut, macht beim Kicker jetzt nicht wirklich Sinn, aber dann ist halt dem sein Bedürfnis nach Unterhaltung irgendwie befriedigt. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite gibt es aber eben Unterhaltung, die wirklich nur für eine Person gedacht ist. Und wir reden ja hier von einer Simulation. Also am Ende ist es völlig egal, was ich reinstelle, weil das kann halt auch von einer Person gespielt werden. Ich muss mir die Gedanken gar nicht machen. Wo ich eigentlich denken müsste, gerade bei einer Simulation, ist es doch wichtig, dass ich mir genau diese Gedanken mache, dass ich einen Kicker nicht für eine einzelne Person reinstellen kann. Ja, das war's jetzt auch schon mit meinem kleinen Abriss zu Two Point Campus. Mich stört einfach, dass wenig zu managen ist, ich auf viele Dinge keinen Einfluss habe, Metriken fehlen, was überhaupt fehlt oder was getan werden müsste, dass die Auswirkungen für mich unklar sind, dass es fehlende Hilfe, also es kaum eine Hilfestellung gibt, das Tutorial zu kurz ist und man einfach sehr viel nachgoogeln muss, was genau bringt. Und dass Dinge, die was bringen, sowohl also diese Prestigeerhöhung in den Räumen zum Beispiel, dass die mit absolut bescheuerten Sachen herbeigeführt werden, indem ich einfach irgendwelche Deko-Sachen zusammenstelle. Die müssen nicht gut aussehen. Es müssen immer nur maximal 3 Stück von einem Objekt platziert werden und dann das nächste und das platziert man wieder rein. Das macht einfach für eine Simulation keinen Sinn. Das ist ja fast ja, wie Cheaten eigentlich. Also irgendwie hat sich das nicht wie eine Simulation für mich angefühlt. Ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Spiel, wie ihr merkt. Ich würde mich natürlich aber auch über eure Kommentare freuen. Falls ihr das Spiel schon gespielt habt oder ein Video dazu gesehen habt, was ist eure Meinung dazu? Bin ich zu streng mit dem Spiel oder habe ich einfach keine Ahnung? Kann ja auch daran liegen, dass ja, die Hilfestellung für mich zu kurz gekommen ist. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare.